Isai hat mit diesem Zyklus wahnsinnig viel bewirkt. Isai hat mit diesem Zyklus Großes bewirkt in musikalischer und in geigentechnischer Hinsicht. Das ist eigentlich das, was ich am meisten bewundere an diesem Werk, ist das Zusammengehen von musikalischer und äh, und geigerischer Innovation. Da stecken so viele neue Ideen drinnen, dass man vor Neid nur erblassen kann, wenn man selber auch mal ein bisschen versucht hat zu komponieren. Also, dass da einer innerhalb von wenigen Monaten eine ganze Gattung eigentlich so ein bisschen neu erfindet, das ist schon unerhört und sehr, sehr selten. Und ich möchte als Beispiele nennen, dass er Doppelgriffe von der Einstimmigkeit bis zur Sechstimmigkeit führt, das hat es vorher nicht gegeben. Er führt als einer der allerersten Mikrointonationen ein, sehr, sehr vereinzelt, aber es ist in der Legende auch verzeichnet, er, er wollte das bewusst herausgestellt haben. Er hat neue Apache-Techniken erfunden. Er mischt ungerade Metren mit geraden Metren. In einigen Sätzen, das ist ein sehr moderner kompositorischer, ein kompositorisches Mittel, das ihn sozusagen auf die Höhe von Strawinsky befördert, was die, was die Form dieser Musik betrifft. Er hat vielleicht das Allerwichtigste, die Ganztonleiter auf der Violine sozusagen erfunden und entwickelt und weiterentwickelt. Sicher ist er davon von Richard Strauss und, und Debussy beeinflusst worden in der Idee, aber er war der, der es für uns umgesetzt hat in äh, diatonischen Läufen, in äh, Sexten, in Terzen, auf die unglaublichste Art. Es sind übrigens viele Ideen, die ich zum Beispiel in meinem äh, Jazz-Vokabular verschiedentlich äh, benutze, weil sie, weil sie so gut sind und so neu sind. Sehr gern. Äh, ich denke konkret an zwei Stellen in der ersten Sonate. Wie gesagt, Ganz typisch finde ich seine Ganztonverarbeitung von musikalischem Material. Hier bringt er im ersten Satz des Grave gleich eine wunderbare Sechstenreihe in Ganztönen, die es in dieser Art vorher überhaupt nicht gegeben hat, er baut das kunstvoll ein und das wiederholt sich dann in Terzen gleich noch einmal im Fugato auf eine sehr virtuose Art, sau schwer zu spielende Stelle. Aber umso lohnender und für mich ist der Geist von Isai äh, vielleicht in einem kurzen Abschnitt sehr gut und äh, gut getroffen äh, in diesem letzten Abschnitt äh, der Fuge von Opus 271 äh, Gmoll. Ähm, ich, ich, ich finde, dass er hier großartig sein Material noch einmal ausbreitet und kompositorisch, aufbereitet, nachdem er vorher in einem Zwischenspiel sehr kunstvoll noch einmal das Thema andeutet, kommt es dann zur Coda, zum Epilog dieses Satzes, wo er von der Einstimmigkeit über kürzeste Wege, über ein Motiv, das er sogar miteinander verklingt, sich hinaufschraubend im Register schnell über zwei in der Dreistimmigkeit, Vierstimmigkeit, wunderbare orgelpunktgehaltene, verminderte Aneinanderreihung hier, die einfach auch Wunderbar saftig klingt auf der Geige, das muss man einfach dazu sagen, das, das kann man nicht besser schreiben. Und er landet in einer, um das Thema dann noch einmal in S-Dur erstrahlen zu lassen, in einer Sechsstimmigkeit, die er für den ganzen Themenblock durchhält, um dann über den Orgelpunkt und einer extrem virtuos und wieder innovativen äh, Stelle in einer sehr virtuosen Art den, den Satz unglaublich prächtig und dramatisch zugleich abklingen zu lassen. Prächtig und dramatisch, das wären zwei sehr gute Kennworte für diese Stücke. Ich glaube, Bach sollte man doch auch von Anfang an kennenlernen, ist meistens auch so, muss ja nicht gleich die Violinsolosonaten sein, aber, aber mit Bachs. Werk äh, müssen wir alle von, von frühester Zeit an vertraut sein. Ähm, das ist auch möglich, glaube ich. Und ich würde doch empfehlen, äh, danach erst den Isai anzupacken, weil er auch geigerisch ja noch anspruchsvoller ist als der, als der Bach. Und eben ich so diese Wechselwirkung so wunderbar finde, wie ein großer Geist des ausgehenden 19. Jahrhunderts ähm, diese Bachsche Idee äh, in wirklich kongenialer Form ins 20. Jahrhundert transferiert. Ich kann diese Ausgabe besten Gewissens sehr empfehlen, ähm, zuallererst, weil es äh, die beste Aufbereitung des Urtextmaterials bietet, aber darüber hinaus eben die späteren Anweisungen, die Isai scheinbar nach dem Erstdruck noch gemacht hat bzw. weitergegeben hat, mit hineinbezieht und zur Disposition stellt, zur Diskussion stellt. Das sind Anweisungen, die ich sogar zum Teil noch mündlich über meinen direkten Isai-Kontakt Rosand bekommen habe und die ich hier sozusagen verifizieren konnte. Diese Händlerausgabe hat natürlich. An sich schon einmal die schönste Grafik, die Notenschrift haben kann. Das wissen wir aber schon von vielen anderen Händlerwerken. Äh, ähm, und äh, als besonderes Schmankerl muss man sagen, dass diese Klapptechnik, mit der ich noch nicht aufgewachsen bin, aber äh, die es jetzt gibt hier in dieser Ausgabe, sehr attraktiv zum Üben ist. Und äh, ich davon ausgehe, dass man diese Werke am Podium ja hauptsächlich auswendig spielt. Insofern ist das, ist das wirklich eine ideale Übevorrichtung? Also viele Aspekte sprechen für diese großartige Ausgabe.